Ja, und du hast es schon richtig gelesen, bei uns wurde eingebrochen. Und ich kann wirklich so jetzt im Nachhinein sagen, das war das unangenehmste Gefühl, das ich in meinem ganzen Leben bis heute hatte. Hallo, ihr Lieben, wir sind wieder da, wir sind wieder zurück. Bitte fragt jetzt nicht, wo wir waren. Wir sind nicht untergetaucht oder so und wir haben auch den Podcast nicht aufgegeben, aber ich weiß auch nicht, es ging halt drunter und drüber und die sonstigen Dinge. War ein Versagercamp. Genau, Versagercamp. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil hier kommt ein bisschen Realness in die Social-Media-Welt. Vielleicht denkst du dir, Mai, Bahar und Jeffrey, die sind so krass organisiert, die sind bam, bam, voll die Erfolgsmenschen und so weiter. Das würde ich ganz, ganz groß in Frage stellen. Also bei uns läuft vieles auch chaotisch ab. Und am Ende des Tages fragen wir uns ganz oft, wie haben wir das eigentlich hingekriegt? Wie kam das denn dazu? Ich habe so das Gefühl, oftmals werden wir auch von unsichtbaren Händen geführt und geleitet, aber wir beide sind nicht unbedingt die, was soll ich Ja, sagen? du bist schon diejenige, die so ein bisschen mehr einen Die Plan so. hat. Du so. Aber ich habe so das Gefühl, manchmal kreuze ich so den Plan immer irgendwie durch. Und dann, ja, deswegen wird aus den sonstigen Dingen nicht zum richtigen Zeitpunkt wieder etwas. Aber jetzt sind wir zurück. Es ist jetzt schon auch Ewigkeiten her seit diesem Vorfall. Wie lang ist es denn jetzt her? Also locker 2 Monate? Fast, ja. Ich denke, 1,5 Monate, Ja, ja. so ungefähr 6, 7 bis 8 Wochen. Ja, und du hast es schon richtig gelesen, bei uns wurde eingebrochen. Und ich kann wirklich so jetzt im Nachhinein sagen, das war das unangenehmste Gefühl, das ich in meinem ganzen Leben bis heute hatte. Zu wissen, da sind einfach fremde Menschen eingedrungen in unser Heim, in unser Safe Space. Und ja, es war wirklich, ja, es war sehr, sehr einfach ein ganz komisches Gefühl. Und ja, wir sind eigentlich immer noch so ein bisschen am Aufarbeiten, aber wir fangen mal an bei A. Ich weiß gar nicht, wo ich da starten soll. Also das Spannende ist ja, ich habe ja Monate zuvor, habe ich immer wieder einen Traum gehabt. Zum Beispiel mitten in der Nacht aufgewacht. Und ich habe so, das kennst du vielleicht auch, du bist so im Halbschlaf. Also eigentlich schläfst du, aber du bist wach, du weißt es nicht wirklich, bekommst auch nicht wirklich was mit. Ich wusste nur vom Gefühl her, da ist jemand im Raum. Und ich habe ihn nicht wirklich gesehen, ich habe nur so das Gefühl gehabt, da ist irgendwas. Und habe dann so um mich rumgeschlagen und bin dann aufgewacht, wie ich Baha gehalten habe, gerüttelt habe, festgehalten habe und Baha mich angeschrien hat. Und dann wurde ich erst so richtig wach und habe Also mir gedacht, angeschrien, um dich zu wecken. genau, eben, und da hatte ich auch Angst, was mache ich da, wieso rüttel ich dich und so. Und das ist mir nicht einmal passiert, sondern wirklich 3, 4 Mal, immer wieder. Und ich habe mir die Frage gestellt, was ist denn los und wieso passiert das? Und klar, in dieser Zeit ging es mir persönlich nicht so gut. Ich habe einfach auch ein bisschen zu viel gearbeitet und mir zu wenig Erholungspausen gegeben. Und dann habe ich natürlich auch so ein bisschen wir experimentieren immer regelmäßig mit Nahrungsergänzungsmitteln. Und ich habe ein bisschen zu viel Melatonin genommen vorher vom Schlafen. Und da muss man immer aufpassen, wann man es nimmt, wie viel man nimmt, wie viel man vorher gegessen hat und so weiter. Ich habe dann auch gemerkt, immer wenn ich zu viel Melatonin nehme, dann kommen einfach ganz komische Träume oder irgendwie kann ich das Melatonin nicht so schön abbauen. Und dann hatte ich diese krassen Träume und habe wirklich begonnen, immer bevor ich dann eingeschlafen bin, echt Angst zu haben, weil ich habe wirklich Angst gehabt, dass der Traum wiederkommt. Und was man auch noch erklären muss, ist, wir haben hier im Haus so eine Alarmanlage. Und das Alarmsystem bis vor einem Monat war okay, aber das ist nicht das State of the Art. Also es ist nicht das perfekte Alarmsystem. Es macht halt Bing Bing sehr laut, wenn halt irgendjemand da rumläuft. Und ich bin
schon seit 2,5 Jahren immer wieder in der Nacht gibt es halt diese falschen Alarme. Das heißt, der Wind ist irgendwie stark oder eine Katze läuft halt draußen rum und dann macht es halt voll laut. Und es ist so laut und so intensiv. Und das kennst du vielleicht auch, wenn der Wecker zu laut ist oder wenn es halt voll laut bimmelt und dich irgendwie jemand so erschrickt, dann paralysiert das voll das Nervensystem. Und das ist ganz oft in der Nacht passiert, so Mitternacht oder 1 Uhr in der Nacht, wenn halt draußen dieser falsche Alarm dann bimmelt. Und ich bin so erschrocken. Und das ist so oft passiert, dass es sich irgendwie in meinem Nervensystem eingeplant hat. Aber das habe ich dann erst viel, viel später gemerkt, dass ich da wie so schreckhaft geworden bin, auch in der Nacht, dass der Alarm wieder passiert. Das mal jetzt so vorab. Und dann gab es ja diese ganz bestimmte Nacht. Aber bevor du zu dieser Nacht kommst, kann ich da vielleicht ein paar Sachen einfach, die auch für dich vielleicht spannend sein könnten. Melatonin ist grundsätzlich ja voll die gute Idee. Aber wirklich in ganz, ganz kleinen Dosen einzunehmen, so ungefähr eine halbe Stunde vor dem ins Bett gehen. Aber je nachdem, also du hast dir ja, das steht auf den Dingern drauf, du sprühst einmal in den Mund und du hast es ungefähr 4-mal gemacht oder so. Deswegen sage ich ja, ich habe da ein bisschen experimentiert. Auf jeden Fall. Es könnte aber auch sein, dass du das mikrodosierst und du trotzdem das Gefühl hast, du kommst zum Beispiel morgens sehr schwer aus dem Bett. Oder du hast sogar in der ersten Phase der Nacht, wo du ja tief schlafen solltest, Albträume. Und man denkt ja immer, man hat nur in dieser REM-Phase Träume, das stimmt nicht. Man träumt auch in der Tiefschlafphase. Und wenn man eben Melatonin überdosiert oder das Nervensystem irgendwie aufgedreht, aufgeladen ist, kann es da auch zu Albträumen kommen. Das sind die fiesen Albträume. Das sind die Albträume, wo man auch das Gefühl hat, man wird paralysiert, man wird irgendwie verfolgt. Also das sind die ganz, ganz fiesen, fiesen Träume, die man hat in der ersten Hälfte der Nacht. Und hier auch nochmal mehr Realness in der Social-Media-Welt. Schlaf ist definitiv ein Thema für dich, weil du einfach aufgrund deines Biorhythmus, du fährst ja nachts nicht so gut runter. Du bist noch so sehr am Weiterrattern in deinem Hirn. Wir wissen auch beide, woran es unter anderem liegt. Und ich glaube, eins von den besten Dingen, die du tun kannst, um besser zu schlafen, ist, wenn du einen sehr, sehr hohen Workload hast. Also du hast viele Aufgaben. Das ist ja bei Jeffrey so. Es ist bei dir ja so. Ganz viele Aufgaben, dass du, wenn du diese Aufgaben, ist ja nicht möglich, an einem Tag alle Aufgaben abzuarbeiten, dass du, bevor du den Arbeitstag abschließt, dir zum Beispiel eine Liste machst von 3 bis 5 ganz wichtigen Dingen, die du am nächsten Tag erledigen möchtest. Weil das Problem ist ja bei dir, du gehst mit offenen Loops ins Bett und du nimmst dir ganz selten die Zeit, wenn der Tag zu Ende ist, wenn ich ihn zwinge, den PC zu verlassen, du nimmst dir da selten die Zeit zu sagen, okay, was steht jetzt morgen an? Das würde dich, glaube ich, immens entlasten. Ja, ich schaffe das nicht immer. Das ist zumindest mein Ziel und ich werde damit sicher besser werden. Aber das Ziel ist, dass man diese Übergangszeit hat von dem einen Bereich in den nächsten und halt den Übergang auch zelebriert von bis jetzt voll am Arbeiten, voll fokussiert, der Übergang dann zum Runterfahren. In dem Fall halt dann vielleicht ein kleines Training, Sauna, Duschen und dann eben, nur wenn es nur 5 Minuten Atemübung sind, um wieder runterzufahren. Und manchmal schaffe ich das halt nicht oder übergehe das, überspringe das, denk mir, das passt schon, scheiß auf den Übergang. Aber das und was, glaube ich, auch ganz viel Stress noch konserviert im Körper über Nacht ist, dass man das Gefühl hat, man hat tagsüber nicht genug getan. Also das ist einfach ein Maßstab, den du ja auch an dich legst. Meine persönliche Erwartung also, an mich. Genau, dass du dann das Gefühl hast, nee, ich habe den Tag, eigentlich hätte ich mehr aus dem Tag rausholen können. Das stimmt vielleicht manchmal stimmt es aber auch gar nicht. Das sind diese ganz, ganz krassen Regeln, die man sich auferlegt, wie der Tag denn zu sein hat. Und wenn der nicht so war, dann gönnt man sich auch keinen tiefen Schlaf, so ungefähr. Sind mit Sicherheit auch spannende Dinge vielleicht für dich, wenn du mal da so ein bisschen drüber reflektierst. Weil wir wollen ja alle irgendwie Schlaf optimieren, denken an Bewegung, denken an, keine Ahnung, Magnesium vor dem Schlafen gehen und so. Aber an solche Dinge denkt man eher selten. Ja. Und ich glaube auch, dass diese Albträume aus früheren Leben stammen.
dass das irgendwie noch so Imprints sind, weil du hattest es auch eigentlich seitdem wir uns kennen, aber in dieser Ausprägung vielleicht etwas stärker, seitdem wir hier sind. Und bei mir ist es so, wenn ich Albträume habe, bei mir ist, dass ich immer sehe, dass das Haus brennt. Und das weiß ich von meinen Vorfahren, das weiß ich von meiner Mama, dass in den Dörfern ganz oft eben es zu Bränden kam und dass unsere Familie davon ganz oft betroffen war. Und spannenderweise träume ich eben auch oft davon. Ja, genau. Und dann kam diese sogenannte Nacht, der Nächte. Ja, und das ist, wenn ich mich da reinfühle, das ist immer noch irgendwo, auch wenn wir jetzt natürlich viel gearbeitet haben dran, das ist immer noch da, also immer noch präsent. Mhm. Und das Spannende war, das war irgendwie Mitternacht oder so, ne? Mhm. Und dann geht wieder der Alarm an. Und ich kenne das ja schon, das heißt, ich erschrick voll, wach auf und steige aus dem Bett aus und gehe dann zur Tür. Und da ist so ein Panel, so ein Gerät. Da ist halt alles, was du mit dem Alarm machen kannst. Du kannst den ausmachen, anmachen und so. Also Schlafzimmertür. Genau, Schlafzimmertür. Und dann sehe ich, da gibt es drei Bereiche. Exterior für außen, Schlafzimmer und Interior. Und das war das allererste Mal, wo ich halt sehe, da bimmelt es und da ist rot, da leuchtet es in Interior, also innen. Wenn es außen wäre, habe ich gar nicht so viel Angst. Ich denke mir, das ist ja draußen. Ich bin ja drin, ich bin immer noch mit Baha geschützt hier. Aber das war Interior. Und im gleichen Moment, wo ich das sehe, Interior, höre ich durch die Haut, durch diese Schlafzimmertür, höre ich unten, wie es voll macht. Und ich wusste, mein Herz, ich weiß ja, wie sich Angst anfühlt. Die, auch meine panischen Ängste, meine Panikattacke, die ich hatte, bevor ich vor Menschen gesprochen habe. Ich weiß, wie sich Angst anfühlt. Aber die Angst, die ich da gefühlt habe, Das war so krass, wenn mein Nervensystem komplett überreagiert. Aber ich wusste, da ist jemand im Haus. Und dann schreie ich zu dir, Baha, wach auf und steh auf. Ein ganz wichtiges Detail hast du vergessen. Ja, klar, ich wollte schreien. Er hat nicht gestimmt, gar nicht. Ich wollte schreien, Baha, wach auf. Aber ich war schon wach. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ich schlafe ja meistens mit so einem Mouthtape. Manchmal du auch, aber ich, und das Mouthtape eigentlich aus zwei Gründen. Nummer eins, dass ich mehr über die Nase atme, was einfach gesünder ist, weil wir ja so oft in der Nacht vielleicht den Mund öffnen und atmest halt einfach so über den Mund und das ist einfach nicht so gesund. Und Nummer zwei, damit ich nicht so viel schnarch, beziehungsweise dass ich keine komischen Geräusche aus meinem Mund. Aber du schaffst es halt trotzdem. Manchmal, ich weiß auch nicht, wie ich das mache. Trotz Mouthtape bin ich zu schnarchen, ja. Das ist eine Kunst. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Das ist eine andere Geschichte, ja. Aber ich habe gar nicht gemerkt, dass ich das Mouthtape halt so drauf habe und schreien. Wach auf, da ist jemand im Haus. Und dann habe ich es erst gemerkt, dass da was über meinen Mund klebt. Dann habe ich es so weggemacht, Baha ist aufgestanden. Ich hab's dir gesagt und du hast mich nur so angeschaut, wie, da ist jemand im Haus. Ich hab's erst mal gar nicht glauben können. Ja, also du merkst, das, wenn ich darüber spreche, ich beginne jetzt noch, das ist immer noch da. Müssen wir doch intensiver noch dran arbeiten und dann laden. Nein, weil ich jetzt die Details erkläre, ich meine, mein Körper ist in diesem Moment. Und das spüre ich. Also man muss auch dazu sagen, ich glaube, dich hat's viel, viel mehr gestresst, getroffen wie mich. Weiß nicht, ob das auch einfach der Beschützerinstinkt ist. Und Jeffrey hatte dann diese phänomenale Idee, dass er dann irgendwie über die Terrasse, wir haben eine Terrasse im Schlafzimmer, runterkraxelt. Und bevor du das erzählst, ich bin ja nicht gleich raus, sondern ich wollte zuerst die Tür aufmachen, wollte irgendwie runterrennen, runterspringen oder so, wollte halt in meinen Kämpfermodus gehen, weil ich wusste ja, okay, jetzt habe ich Angst, ich hab zwei Möglichkeiten. Entweder ich friere mit Baha gemeinsam ein oder ich mache was. Und zum Glück habe ich mich dafür entschieden, auf einer unbewussten Ebene, dass ich was mache. Aber aufmachen wollte ich dann auch nicht, weil ich weiß ja nicht, ob die Waffen haben. Ich weiß ja nicht, was die vorhaben. Und ich bin ja mit ihr da, ich will sie beschützen. Was soll ich machen? Also der einzig schlaue Weg war ja, die Tür zuzuhalten. Ich meine, die war zugesperrt, aber du kannst sie von außen irgendwie aufmachen. Zuzuhalten, was davor zu halten und auf den Kameras zu schauen, ist da jetzt echt jemand? Und ich habe immer noch die Hoffnung gehabt, ja, vielleicht war das einfach ein Fehlalarm und irgendwas ist umgefallen unten. Wisst ihr, was ich meine?
Und dann schaue ich auf die Kameras und dann kannst du also zurückspulen und dann sehe ich, zu dem Zeitpunkt ist das Fenster noch geschlossen. Das war außen auf der Terrasse. Aber zu dem anderen Zeitpunkt ist das Fenster zur Hälfte offen. Oh, so krass. Und dann das zu sehen, wie offen geschlossen, offen. Fuck, da war echt jemand da, der hat das Fenster aufgemacht. Dann sehe ich auf den Kameras, wie halt jemand unter den Alarmsensoren krabbelt. Und dann eine zweite Person, die ums Haus rumgeht und dann die Tür versucht so aufzuschieben. Und dann haben sie es halt geschafft, dann krabbeln sie auch so rein. Das war ein ganz komischer Moment, vor allem, weil ich ja dann wusste, dieses Gefühl, der Traum, den ich hatte, der ist jetzt gerade echt. Und deswegen habe ich das so getroffen. Ich habe das vorher immer geträumt. Plötzlich passiert das echt, dich zu beschützen. Ich kann da nicht runter, ich kann nicht einfach in mein kämpfen oder verteidigen, sondern ich muss jetzt hier alles beschützen, zumachen, zuhalten. Naja, also das erzählst du jetzt, aber vor Ort, ich glaube, das weißt du gar nicht mehr, hatte er also also er wollte eigentlich zuerst rausrennen, dann habe ich ihn aufgehalten und gesagt, Jeffrey, du weißt ja gar nicht, ob sie vielleicht noch da sind, ob die Waffen haben, du kannst dich ja gar nicht verteidigen, und dann bist du aber auf die Terrasse gerannt, wolltest da runterkratzen, und habe gesagt, was ist das für eine Logik? Wir müssen jetzt einfach die Security anrufen, die Polizei anrufen und warten, uns hier verschanzen, bis sie da sind und bis wir wirklich 100% davon ausgehen können, dass wir sicher sind. Du warst dann auch sehr einsichtig, aber du hast schon wirklich komplett erstmal die Nerven verloren, was ja vollkommen normal ist. Ja, ich musste irgendwas tun, weißt du? Ja, ich weiß. Ich glaube, das ist auch so dieser Beschützerinstinkt einfach, das Gefühl zu haben, hey, ich muss mich jetzt verteidigen, ich muss jetzt irgendwas machen, aber das wär in dieser Situation einfach das Unvernünftigste gewesen. Ich glaube, wir haben das letzten Endes ganz vernünftig gelöst, haben dann Polizei angerufen, Security angerufen, sind dann auch gekommen. Das hat aber ziemlich lange gedauert und Fakt ist, nur 40 Minuten halt, ja. Wir wussten eben auch nicht, sind die jetzt noch da, sind die jetzt wirklich weg, ist noch jemand anderes da? Und diese Zeit da oben im Schlafzimmer, es war wirklich ein unfassbar unangenehmes Gefühl. Und vielleicht fragst du dich, hey, wie kamen die denn überhaupt da rein? Wieso war denn die Tür unten offen? Wir haben hier überall Schiebetüren und die kann man von innen verriegeln und eine Schiebetür war zwar zu, aber eben nicht verriegelt. Wer weiß, wer das war, ob er es war, ob ich es war, ob es unser Putzengel war oder ist ja auch vollkommen egal. Fakt ist, dass aber auch unsere Alarmanlage, die ja außen auch installiert ist und an war, komplett versagt hat. Und diese Menschen, diese zwei Männer, das waren auf jeden Fall Männer, die sind auch hier im Inneren des Hauses, sind sie auch rumgetigert, sind runter in den Keller. Dort lag mein Geldbeutel, da waren irgendwie 150 Euro drin oder so, die haben sie mitgenommen. Also die haben sich da so richtig schön hier bewegt. Aber das waren höfliche Einbrecher, muss ich sagen. Die haben nichts randaliert, die haben nichts angelangt. Da lag noch ein iPhone da, das haben sie auch stehen gelassen. Also sie haben eigentlich nur diese 150 Euro mitgenommen und sind dann halt, als die Alarmanlage anging, wahrscheinlich in dem Moment, als sie nach oben in Richtung Schlafzimmer wollten, ist dann, Gott sei Dank, mal eine hat dann funktioniert, eine von diesen Sensoren. Und da ist dann halt die Alarmanlage angegangen, aber die sind dann sofort unmittelbar, als sie das gehört haben, sind sie dann sofort geflüchtet und die Polizei hat uns dann auch im Nachhinein bestätigt, dass die alle harmlos sind, dass die einfach versuchen, was mitzunehmen wie Schmuck und Geld. Schmuck habe ich gar keinen, haben wir gar nichts, also blieb nur das Geld, was sie mitnehmen konnten, das haben sie dann auch mitgenommen. Ja, was uns geblieben ist, ist der Schock. Was uns geblieben ist, ist auch einfach, ja, also das war definitiv eine Warnung auf vielen, vielen Ebenen. Ich dachte mir auch so im Nachhinein, weil wir ja natürlich die ganzen Alarmanlagen dermaßen aufgerüstet haben. Also jetzt hier kommt niemand eine kleine Maus rein, wenn die Alarmanlagen scharf sind. Vielleicht haben wir jetzt dadurch auch was Schlimmeres verhindert. Und du kennst es ja vielleicht von dir, es passieren so Dinge in unserem Leben und dann versucht man das irgendwie zu erklären, oder? Vor allem du und ich und er, so spirituell bewanderte Menschen, wir machen das schon auf einer ganz, 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 ganz krassen Ebene. Ja. Was denkst du, was ist der spirituelle Hintergrund? Also mal abgesehen davon, dass ich genau an diesem Abend noch zu dir gesagt habe, hey,
Ich arbeite mir hier den Arsch ab. Mein Leben ist einfach so eintönig. Zeige noch zu dir. Und dann passiert es und danach, dann war ja, du hast, glaube ich, sogar gesagt, ja, dir fehlt irgendwie dieses Abenteuer. Habe ich das auch gesagt? Ja, irgendwas hast du gesagt. Also man muss vielleicht auch dazu sagen, Jeffrey ist, als ich ihn kennengelernt habe, warst du ja so, keine Ahnung, Wakeboarden und dann wieder Jetski fahren. So, ich will nicht sagen, Adrenalin-Junkie wäre jetzt übertrieben, aber du bist schon jemand, du suchst gerne Aktivitäten und Abenteuer. Und ja, jetzt bist du ja dann auch bald 40, jetzt wird er halt einfach sesshaft. Also du provozierst ja, nein, also du provozierst ja das Abenteuer, das war jetzt auch nur ein Spaß, du provozierst ja auch nicht so intensiv jetzt das Abenteuer, weil einfach unser Lebensstil, es ist wirklich so, wir arbeiten dermaßen viel, dass wir zwischendurch mal keine Zeit haben, kurz auf die Toilette zu gehen, ja. Dann schieben wir das. Ach, das war jetzt mit Sesshaft, weil ich so viel vor dem PC sitze. Ja. Was heißt, ja, so ja. In dem Sinne, ja. Und dass du jetzt nicht unbedingt jeden zweiten Tag hier Jetski fahren gehst, als Beispiel. Ja. Und er hat wirklich gesagt, ja, ihm fehlt so ein bisschen das Abenteuer. Und das war mein erster Gedanke, als das passiert ist. Aber wisst ihr, ich finde es immer so arrogant, banal und auch. Ja, irgendwie bewusstseinstechnisch komplett unterentwickelt. Wenn wir jetzt versuchen, das wie Mathematik zu berechnen, das, was vorgefallen ist, eine Schablone zu nehmen oder ein Lineal zu nehmen, irgendwelche Formeln auszupacken und so zu tun, als hätten wir das Mysterium gelöst. Dir in deinem Leben sind bestimmt auch ganz schreckliche Dinge passiert. Und wir müssen es vielleicht auch hier mal relativieren. Mm-hmm. Ich glaube, das ist überhaupt nichts im Vergleich zu Dingen, die Menschen erleben müssen. Das ist, also das mal hier als Klarstellung. Aber ganz oft versuchen wir das jetzt so in unserem Kopf zurechtzulegen und das zu berechnen, damit es irgendwie gelöst ist. Aber Fakt ist, we don't know. Wir wissen es nicht. Und du denkst dir vielleicht, Herr Baha, du hast ja deine Channelings, du hast deine Engel, deine Geistführer, frag sie doch mal, denkst du, ich habe das nicht getan. Aber man muss halt auch hier mal anmerken, einer meiner wichtigsten Hauptgeistführer ist Pramesh. Eine der häufigsten Ansagen, die ich von ihm bekomme, ist, hey, du bist noch alt genug. Du bist, mach dir mal selber Gedanken darüber. Also die sind ja, manchmal denken wir, glaube ich, dass die irgendwie unsere Babysitter sind oder jetzt da sind, um uns die Verantwortung für unser Tun und Verhalten wegzunehmen, indem sie uns alles erklären. Ich glaube, es ist ganz, ganz anders. Vor allem in der heutigen Zeit geht es ja wirklich um Selbstermächtigung. Und natürlich haben wir gefragt, und es ist auf jeden Fall so, dass es ja für uns beide ein Signal war, dass wir ein energetisches Leck haben. Und das wussten wir vorher auch schon. Das wurde uns hiermit nochmal ganz, ganz klar gezeigt. Was meine ich mit energetischem Leck? Wenn man ja so viel arbeitet und so viel auch immer wieder rausgibt, wisst ihr, also wir sind ja Content-Maschinen per se. Das muss ich euch ja nicht sagen, ihr seht es. Aber wenn man die ganze Zeit im Geben-Modus ist, dann kommt man irgendwann außer Atem. Du merkst auch, während ich rede, man kommt außer Atem und es fehlt dann für einen selbst, fehlt dann manchmal die Energie. Und ich glaube, da bist du sogar ein bisschen schlechter aufgestellt wie ich, weil ich sage dann, hey, Schluss, ich kann jetzt nicht mehr und ziehe mich zurück. Du machst es vielleicht noch zu selten. Und dadurch generiert man auch so eine Art von energetischer Schwäche, wo dann auch virale Energien sich einnisten können. Mhm. Ja, du kannst zwar schneller hochfahren, auch in der Früh bist du schneller da. Das ist hier immer gleich wie so ein wacher Vogel, das habe ich ja schon mal erklärt. Aber sie hält halt nicht so lange durch. Ich brauche halt länger, aber dafür kann ich nicht durchhalten. Aber das ist halt auch der Schatten dahinter, weil ich dann auch länger leiden kann. Und auch beim Leiden auch länger durchhalten kann. Und, genau, aber die gehen einfach dann die Augen zu und dann ist einfach Leiden beendet. Ja, also ich glaube, dass das mal ein Thema ist, dieses Signal an uns, dass wir noch viel, viel mehr eigentlich uns auf unsere Liebe, auf unser Leben fokussieren müssen, uns selbst den Schutzraum geben müssen, weil
für uns war immer irgendwie unsere Arbeit, was ja keine Arbeit ist. Wisst ihr, das ist so schwierig, das zu erklären, weil für uns ist das ja kein Business, das ist ja keine Arbeit, das ist unsere Herzensmission, das ist unser Baby und das stand immer im Fokus. Und ich glaube, wir sind beide an einem Punkt, das haben wir schon erkannt, wo wir den Fokus erweitern müssen. Weil ich möchte den nicht aufgeben, du genauso wenig, aber wir müssen ihn erweitern und uns noch viel, viel mehr mit einbeziehen. Ja. Wie interpretierst du denn das Ganze? Ich sehe es exakt genau so. Ich bin immer noch am Überlegen, was es mir noch alles beibringen sollte. Weißt du, einfach auch so, es hat ja viele verschiedene, oder ich denke, jedes Mal, wenn so etwas passiert, bringt es ja rückwirkend auch Ängste in die Oberfläche, die mein ganzes Leben lang schon irgendwie in mir sind. Mhm. Das kennst du vielleicht auch, die Verlustangst von die Angst, die Menschen, die du liebst, zu verlieren. Dass du sie nicht beschützen kannst, dass du einfach nicht alles kontrollieren kannst. Und vielleicht geht es dir auch so, wir haben ja alle den Teil in uns, der ein Control-Freak ist. Der gern die Umstände, das Leben, der alles irgendwie in der Hand haben will. Und vielleicht macht das auch manchmal so den Eindruck, ich meine, hast du am Anfang darüber gesprochen, dass wir eben auch viel selber in der Hand haben. Ich meine, das ist ja unser Wunsch, dass wir viel Einfluss haben auf das, was wir tun. Unser Leben, unseren Alltag planen, strukturieren. Und dann passiert genauso etwas, was einfach den Alltag oder das, was wir tun, komplett unterbricht. Mhm. Und so sehe ich das halt auch. Das war wie so eine Unterbrechung für ein Programm, für eine Routine, die wir hinterfragen müssen. Die Art und Weise, wie wir den Alltag strukturiert haben, wie wir energetisch aufgestellt haben. Dort sind einfach Lags, wie du schon gesagt hast. Und das müssen wir einfach Schritt für Schritt erforschen. Das ist nicht einfach nur eine einzige Sache, sondern so viele Dinge, auch die Ängste, die mein ganzes Leben lang schon in mir sind, wo ich ja viel bearbeitet habe. Vielleicht ist da noch etwas, das jetzt an die Oberfläche kommen darf, was genau jetzt an der Reihe ist. Mhm. Ja. Also bitte verschont uns an dieser Stelle mit euren Interpretationen von dieser Angelegenheit. Natürlich könnt ihr alles Feedback dalassen. Aber ich finde das auch so ein bisschen schwierig und auch übergriffig, wenn da Menschen kommen und sagen, also das und das passiert wegen das und das. Wisst ihr, so unaufgefordert. Klar, Menschen haben mich gebucht, wollten wissen, warum die Dinge passieren. Ich war aber immer auf der Seite, dass ich gesagt habe, Es geht gar nicht darum, jetzt das zu erklären, warum dir das passiert ist. Viel, viel wichtiger ist, was du darin für dich erkennst, welche Signale du aus dem Ganzen ziehst und wie du das interpretierst, warum dir das passiert ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und Jeffrey und ich haben uns da nicht hingesetzt und haben gesagt, mein Gott, es ist uns passiert, weil wir so schreckliche Menschen sind. Oder wisst ihr, diese Interpretationsmaschine, die kickt ja sofort rein. Und in dem Moment habe ich wirklich gemerkt, ja, die ganze Arbeit an mir selbst, die fruchtet doch irgendwo oder auch bei dir. Ich glaube, wir beide hatten an keiner Stelle diesen Gedanken, ja, das passiert uns, weil wir das und das gemacht haben, weil wir schuldig sind oder weil wir das Opfer sind. Überhaupt gar nicht. Sondern das war wie für uns so, hey, wacht auf, hier könnt ihr noch an etwas arbeiten. Mhm. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, warum wir am Leben sind. Und vielleicht denkst du dir ja, Bach und Jeffrey haben nichts mehr, an dem sie arbeiten. Hallo? Also, wisst ihr, manchmal heben wir die Menschen auf irgendeinem Podest total auch nicht erreichbar, unerreichbare Ideale, die wir projizieren auf Menschen. Das habe ich gemacht, das hast du gemacht, macht, glaube ich, jeder. Das machen wir immer noch, ganz automatisch. Ja, aber dass man dann auch immer wieder zurückkommt und sagt, das sind auch nur Menschen, die haben auch ihre Schritte und ihre Entwicklungen, aber sie machen trotzdem weiter. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man machen kann, zu einem Vorbild zu werden und den Menschen zu sagen, hey, ich bin gefallen, ich habe dies und das erlebt, ich habe das daraus gelernt und ich mache jetzt einfach weiter. Ja, apropos Fallen. Also jedes traumatische Erlebnis, egal wie intensiv das in einem gebebt hat, braucht einen Moment der Entladung. Das Nervensystem muss wieder entladen werden. Ich habe das ja auf meine Art und Weise dann gemacht. Aber du, bei dir ist das direkt am nächsten Tag in der Früh passiert. Mein Menschentier hat das direkt erledigt. Wir waren dann laufen
also joggen. Und dann gab es diese Stelle, wo Bar gesagt hat, sie läuft jetzt noch weiter in ihrer Geschwindigkeit, also 450 km/h. Und ich gehe halt zu Fuß einfach so chillig zurück. Ja. Und 15 Minuten später kam ein Anruf über FaceTime. Und was hast du dann zu mir gesagt? Ich habe gesagt, mich hat es auf die Fresse gehauen. Ja, ganz so hast du es nicht gesagt. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber es war ganz, also es war schon sehr schlimm. Ja, ich bin diese Strecke, glaube ich, schon zigmal gelaufen und ich wusste, dass diese Strecke einfach ein bisschen gefährlich ist, weil da einige Holzdielen einfach abstehen, also von so einem, und so einem Steg. Die Gefahr einfach gegeben ist, dass man dort mit dem Fuß hängen bleibt und dann halt fällt. Das wusste ich alles, aber ich habe schon gemerkt an dem Tag, es war mit Sicherheit auch nicht sinnvoll, nach so einer Nacht auch direkt laufen zu gehen, muss man auch dazu sagen. Aber das bin halt ich. Ich glaube, du wärst vielleicht gar nicht laufen gegangen. Ich war eher diejenige, die das forciert hat, weil ich mir dachte, hey, das tut uns gut, den Kopf frei bekommen und so weiter. Aber ich habe beim Laufen schon gemerkt, ich bin nicht im Körper. Mhm. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da keinen Sport macht. Also keine Ahnung, ein bisschen spazieren gehen, was ungefährlich ist, ja. Aber die Verletzungsgefahr ist so groß, wenn du trainierst, Krafttraining oder irgendwas anderes, du merkst, du bist nicht in deinem Körper, bitte mach das nicht. Ja. Trainier nicht. Warte, bis du wieder ganz da bist. Und wir haben halt in der Früh nicht meditiert oder haben keine Atem, wir sind einfach rausgerannt. Und ich habe schon gemerkt, ich bin nicht ganz in meinem Körper. Und vielleicht, wenn das an einem anderen Tag passiert wäre und ich wäre hängen geblieben, hätte ich mich vielleicht wieder auffangen können. Ja, ist irgendwie stylisch abgerollt, aber. Genau, aber an dem Tag, ich bin gefallen und da war auch so eine Kante, also ein Bordstein. Und ich bin einfach genau auf die Kante seitlich, habe jetzt da immer noch eine Narbe an der Schulter, habe meine Wange angehauen. Hier tut es auch immer noch weh nach all den Wochen. Meine Knie habe ich irgendwie angehauen. Ich glaube, ich bin so in zwei Stufen so geschreddet am Boden. Ja, und dein Knie ist immer noch am Heilen. Genau, und das war schon sehr, sehr schlimm. Ich habe dann auch erstmal geweint, weil es Fallen an sich ist ja so ein abartiges Gefühl. Und ich habe mich da erstmal hingesetzt und meine Knie haben so wehgetan. Und ich laufe einfach für mein Leben gern. Ich mache so gern Sport. Und jeder, der das nachempfinden kann, der weiß, die Knie sind die wichtigsten Gelenke in unserem Körper. Also jedes andere Gelenk ist auch wichtig, aber Knie, die sind halt wirklich ganz, ganz wichtig. Ich hatte noch nie irgendwelche Kniethemen und seitdem habe ich jetzt einfach auf meinem rechten Knie ein bisschen ein Ziehen und Zirpen, sodass ich nicht mehr so exzessiv laufen kann und einfach mein Training übertragen habe auf Indoor-Cycling, was spannenderweise mir echt auch viel, viel Spaß macht. Hätte ich aber nie geglaubt, weil ich bin halt eine typische Läuferin gewesen. Ich denke, dass das Leben mich auch irgendwie darauf hinweisen wollte, dass das Laufen in dem Pensum, wie ich es gemacht habe, einfach auch nicht unbedingt das gelenkschonendste ist. Und ja, ich habe jetzt mein Training sozusagen erweitert. Das hat mich dermaßen angepisst. Und meine Interpretationsmaschine hat schon oft gesagt, warum musste mir das passieren? Habe ich schon. Aber ich konnte das wirklich jetzt gut überwinden. Und nach all den Wochen muss ich sagen, ja, irgendwie hatte alles seinen Sinn. Ich mag diesen Satz eigentlich auch gar nicht, weil es ist auch so krasses Reframing. Und auch vielleicht will man alles positiv auslegen, um sich nicht die eigenen Fehler einzugestehen. Ich glaube, da muss man immer aufpassen. Und wir haben beide Fehler gemacht. Ich glaube, mein Fehler ist einfach das Extreme. Und dein Fehler ist, dass du vielleicht zu oft auch... Nein, was heißt Fehler? Du weißt, wie ich es meine. Aber wir dürfen es doch sagen, du machst Fehler, ich mache Fehler, dass du zu oft zurückhaltend bist, was mich zu bremsen. Mhm. Also ich liebe es, dass Jeffrey mir so viel Freiheit gibt, aber manchmal müsstest du, glaube ich, mich vor mir selbst schützen. Mhm. Machst du schon, aber... Triggert dich so sehr. Sehr, sehr spannend, was du da von mir forderst. Weil wenn ich an diese Momente zurückdenke, wo ich sehr in meiner Macht versuche, mhm, eine Notbremse zu ziehen, denkt ihr wirklich, dass eine Baha Yilmaz diese Bremse als Bremse interpretiert?
und nicht trotzdem ihr eigenes Ding macht, egal wer vor ihr steht. Aber ich bin coachable. Du wirst immer besser, ich, ja. Ich werde immer besser. Aber du könntest zum Beispiel auch sagen, hey, Jeff, danke dir für jedes Mal, wenn du eine Bremse getätigt hast. Aber ich muss noch mehr lernen, diese Bremse als Bremse anzunehmen. Damit ich dann auch wirklich stoppe, wenn der Chef was sagt. Definitiv so, ja. Weil dieses Bremssignal, das ich zeige, das ist eine rote Ampel, keine grüne. Ja. Ich glaube, wenn man irgendwie so das eigene Leben gelebt hat, so in dieser ganz krassen Selbstständigkeit und Eigenständigkeit, wie ich das gemacht habe, einfach auch, ich glaube, jeder in meinem Leben hat mir so viel Freiheit gegeben, du ja auch, ist es da wirklich schwierig, dann irgendwann zu sagen, okay, ich verlasse mich jetzt nicht immer nur auf mein Gefühl, was mich ja auch manchmal täuschen könnte, sondern lass auch zu, dass ich mich verändere in Anlehnung an das, was andere Menschen mir aus Herzen heraus empfehlen. Wir wollten auf jeden Fall heute das mit dir teilen. Ich weiß, ganz, ganz viele von euch haben darauf gewartet, auf diese Folge. Ja, dies und das ist passiert, sonstige Dinge passieren in unserem Leben. Und es ist einfach schön, dass du daran teilhaben kannst und dass du mit uns diese Reise gehst. Ja, und wir hoffen, dass wir hier ein paar Wisdom Nuggets da lassen konnten. Oder es war einfach eine spaßige, coole Folge für dich. Danke, Baha. Jetzt schauen wir mal, wie es mit uns beiden weitergeht. Ha ha ha.